So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute bei der Firma Bimmer Performance in Troisdorf. Moin. Nein, eigentlich sind wir komplett wegen einem anderen Thema hier, aber ich bin ja reingelaufen und habe diesen Motor hier stehen sehen. Und den muss ich euch jetzt einfach einmal zeigen, weil ich so extrem feiere, dass aus Subi Performance eigentlich mittlerweile alle Motoren Performance geworden sind. Ja, ist schlimm, was hier alles rumsteht, ey. So, ne? Von Lambo, Fiat, Lambo, V6, BMW. Vespa, guck mal, vorne liegt ein Vespa. Vespa. Ist ja wirklich alles am Start hier, ne? Ey, das ist schlimm, ey. Ich brauch so ein Hochregallager. Aber gibt es Motoren, die du gerne machst oder nicht so gerne machst? Kleine Motoren, so Fiat-mäßig, was ich so ganz kompakt so locker mal in die Waschmaschine trage. Sobald es so kompliziert ist, sind wir hier mit Kran, am besten Hubwagen und montieren. Das immer. Du brauchst hier einfach einen Halbdieter. Ja, oder hier, Kameradieter. Ich sehe auch gerade Kekse. Jetzt hier ist nämlich, hier werden nicht nur Motoren gebaut, sondern hier werden mittlerweile auch Kekse verkauft, ne? Habe ich noch nicht gesehen. Das ist Wahnsinn, ey. Feinste italienische Ware. Hier weg. So, bevor wir auch kurz vor Mitternacht hier nach auf jeden Fall abhauen, werden wir auch immer noch einen leckeren Espresso trinken heute. Auf jeden Fall. Mandelgebäck oder Nussgebäck? Nee, das ist gut. Das? Aber das kommt aus Süditalien. Direkt aus Bronte, ist bei Sizilien. Da werden die Mandeln gepflückt. Ich war sogar da. Alter. Und das wird auch so verpackt und dann kommt nee, das nee, so das her? Nee, das wird hier, können wir jetzt hinfahren. 5 Kilometer von hier wird das gemacht. Aber die Rohmaterialien. Ah, also der Teig mehr oder weniger kommt daher und wird hier gebacken oder wie läuft das? Nein, nein. Das ist ja pures Mandelgebäck. Das wird einfach da gepflückt. Die Mandeln kommen nach hier und werden hier verarbeitet. Mhm. Können wir eigentlich jetzt hinfahren? Sollten wir da hin? Noch was gerade? Was kostet schon eine Packung? 8 oder 9 Euro. Also 1 Euro pro Stück. Ja, aber ist allein hier ein Glas irgendwie von locker 2, 3 Euro. Ne? So ein Mehrzweckglas. Und wenn ihr mal guckt, was Mandelgebäck. Jetzt bringe ich mich um. Mehl. Mandelgebäck kostet Kilo 22 Euro oder so. Also nicht Mandelgebäck, Mandeln. Und das ist pur Mandeln. Wir werden bestimmt einige feiern, dass wir über den 1000 PS Motor hier offen erstmal ein bisschen Mandelgebäck essen. Ja, lass mal aufhören hier. Aber wir haben schon so viel gemacht heute. Wir dürfen noch. Ja, wir sind fleißig. Guck mal auf die Uhr. Das ist nicht Mittag. Wir sind schon seit 13:30 oder so hier. Ja. So. BMW. Ich glaube, wir haben hier einen Motor vor uns. Das ist so aktuell. Ich würde fast sagen, weltweit, glaube ich, schon einer der beliebtesten Motoren aktuell. Mhm. So, zumindest egal, was ich so auf dem Tuningmarkt für dieses Auto sehe, geht immer wie Sau. Mhm. Egal, ob es Turbolader, Downpipes, querbeet. So, wir haben hier vor uns einen Sechszylinder. N54 B13 heißt das Ding, glaube ich. Ne? Mhm. Deswegen habe ich mich mit dem Ding auch befasst. Der ist original ein Open Deck Design. Mhm. Heißt Alu-Motor, ne? Aluminiumblock mit Open Deck. Hat hier aber schon relativ dicke Buchsen drin. Man sieht die Buchsen hier so leicht angedeutet. Deswegen hält der Motor auch Serie ungelogen 600-700 PS, ne? Ist das so? Mm-hmm. Jetzt haben wir hier IAP-Kolben verbaut. Wie? Also die Stahlbuchsen da drin sind Serie? Die sind Serie, ja. Ah, okay. Verstehe. Also ihr seht hier Alublock, Stahlbuchsen. Sieht auch gegenüber vielen nachträglichen Buchsen halt ein bisschen anders aus, finde ich zumindest, weil sie parallel zueinander laufen sind mit noch einem Steg dazwischen. Mhm. Der Steg zum Beispiel ist nicht original, hier ist original Luft zwischen. Das ist der Close-Deck-Einsatz. Ah, stimmt, der geht ja bis hier hinten durch. Ich dachte gerade, der würde nur bis hier gehen. Warte, dieser Close-Deck-Einsatz hat mich Nächte gekostet. Okay, das heißt, normalerweise sind diese Buchsen bei dem Motor komplett freistehend. Mhm.
Krass. Man, das hier, siehst du, dieses helle hier, bis hierhin genau. Das ist Originalbuchse. Und dann eben, so steht das da frei. Heftig, dass das so viel Leistung hält. Ich hätte es niemals gedacht. Und das heißt, das wird man damals gemacht haben zur Kühlung. Mhm. Deswegen hat man das so offen stehen lassen, dass die Temperatur ist ja oben im Brennraum am höchsten, weil da halt die Verbrennung ist. Und da wollte man wahrscheinlich richtig schön das Wasser rumzirkulieren lassen. Ja. Ist auch perfekt für die Leistung, ne? Aber wenn man halt mehr will, dann muss die Buchse hier oben gestützt werden, sonst geht die auf, platzt. Oder weil hier sind wenig Schwachpunkte an dem Motor. Ne? Die Kurbelwelle hat solche Pleuellager, das ist alles super. Ne? Ich glaube, die Hauptlager machen irgendwann mal Mucken, aber das... Okay, und jetzt kommt Andi mit seiner CNC. Mit dem kleinen Ding, Alter. Weißt du, wie das Ding da... Ich habe mir überlegt... Weil es ist jetzt ja nicht so, dass du hier einfach nur ein bisschen Alu reindrückst. Nee, das wird eine Kontur wird hier reingefräst. Genau, du musst jetzt ja erst diesen Kanal auffräsen. Mhm. Also das ist hier alles bearbeitet. Ja. Und dann musst du das sogenannte Closed Deck einsetzen. Den Insert, genau. Wie passgenau ist der dann zum Reinsetzen? Der Block wird temperiert, der Closed Deck wird ein bisschen, also sagen wir mal, aus dem Gefrierfach geholt und dann passe ich das so ein. Also das ist eigentlich eine Nullpassung. Ne? Und ich will auch mal sagen, Aluminium ist ja weich. Ne? Mhm. Das ist auch übertrieben gesagt ein bisschen wie Knete geformt. Ne? Mhm. Ich forme das da so ein. Aber eine Nullpassung, das heißt, du musst das ja aus so einer Platte gemacht haben. Ne? Mhm. Weil es ist ja, also alles durchgehend hier. Nee. Man sieht es nicht, weil es jetzt abgeplant worden ist. Die Platte hat hier genau einen Cut. Nach dem Strich. So ein Stück. Platte und so eine Platte ist das. Krass. Ja. Das ist heftig. Mhm. Ich habe mir halt bewusst... Da kann man es gut reinfilmen, da sieht man es. Was sind das, 15 mm so? 12,5, okay. Und damit am Ende hier noch Wasser durch kann, weil das Wasser kommt ja... von unten hier dran vorbei in den Kopf rein. Mhm, und wieder zurück von der anderen Seite, genau. Und deswegen hast du, das ist ja auch witzig, sich das hier ist auch, ne? Noch eine Stütze, die du rausnehmen kannst, extra mit Gewindelöchern, wenn du hier die Kette und so einsetzt, dann brauchst du dann muss das Ding weg wieder. Mhm. Das heißt, rausziehen und dann wieder reinballern. So ein bisschen wie so eine Domschräube früher. Ja. Apropos Stütze, ich sehe die Kommentare schon, was ist denn das für eine Stütze? Das ist ein Holzdieter. Das ist die Drehmomentstütze von dem Motor. Das Geile ist, das ist alter Kolben von Tim Schrick von seinem Rennwagen. Pistol Racing Kolben. Also ich finde es wirklich heftig technisch, dass man das so hinkriegt. Mhm. Vor allem diese Kontur, die nochmal in dieser Brille drin ist. Ja, das ist hier, guck mal. Musst du ja auch selber überlegt haben, ne? Wir müssen uns jetzt nicht toll reden, wenn solche Firmen die Spritzgusswerkzeuge bauen, ne? Die machen das noch. Dann geht es in den Mühbereich, also in den Tausendstelbereich oder auch. Und nicht mit Aluminiumspielerei, sondern Vollmaterial. Also für mich ist das gut, in diesem Ding hinzubekommen. Ich muss überlegen. Ich habe den Block da reingestellt, habe die Kontur bis hier gefräst. Dann habe ich den Block rausgemacht und habe die andere Seite Kontur, weil mein Fahrweg von der CNC viel zu klein ist. Mhm. Ja, klar. Nee, deswegen sage ich ja, das ist schon. Und dann hast du dir aber auch nochmal überlegt, wo hier ein Loch hin soll und wo halt eine große. Ja, und ich habe mich hier bei dem Motor extra entschieden für sehr, sehr viele Löcher. Denn ich mir einfach denke, wenn der Original schon so viel Leistung hält, dann braucht der jetzt nicht hier wie zum Beispiel mein Subaru Closed-Deck, der hat viel weniger Löcher. Mhm. Aber ich wollte die Kühlung bei dem Motor besonders gut erhalten. Das heißt, viele Löcher, damit immer noch genug Wasser durchgeht. Genau, guck mal, hier haben wir ja einen kompletten Kühlring. Ne? Ja. Und mit Absicht ist der Kühlring hier nicht verbunden, denn es kommt ja hier heißes, also kühles Wasser und heißes Wasser zurück und das sollte sich nicht mehr vermischen. 600-700 PS? War der Motor vorher kaputt, als er ankam? Nee. Hat man schon gesehen? Dass nee, der Kunde wollte ihn einfach nur... Und da ist dann wirklich, dass die Buchse einreißt. Die drückt sich dann richtig... Ich weiß nicht, was da genau passiert, aber die sagen halt, dass einer der ersten Verstärkungsmaßnahmen bei dem Motor ist. Ne? Und das sind wieder die italienischen IRP-Kolben? IRP Goldline, ja. Sehen immer geil aus, ne? Also gefräst. Die sind komplett CNC gefräst, wieder volle Hütte wie bei deinem Fiat. Und volle Hütte wie beim Fiat. Das genau. Kann ich ja. Und der Kolben ist für 250 PS pro Zylinder ausgelegt. Ja. Also das kann der Kolben. Was der Rest von dem Motor kann, ist ja alles andere. 250 mal 6. Fiat auch 4 mal 250? Also? Zu Kolben schon, was der Rest sagt, ist die Frage. Doch noch halbe Meile Auto am Ende. Okay. Wollen wir den mal umdrehen? Nee, lass mal nicht umdrehen. Der steht aber gerade sehr gut. Da ist auch nicht viel zu sehen.
Merkst du, musst du eine Frage, wenn du diese Dinger einsetzt, siehst du danach, dass die sechs Zylinder sich verändert haben, dass sie so ein bisschen krumm und schief sind? Ja, definitiv. Also der wurde danach nochmal aufgespindelt und dann neu gehont. Ich sage, ein Closed-Stack, der keinen richtigen Vordruck auf dem Zylinder ausübt, das hat keinen Sinn. Also und dann kann die trotzdem vibrieren. Also die ist so um 300-400-500 im oberen Bereich dann zusammengedrückt. Hatten wir Closed-Stack schon mal erklärt, was es überhaupt ist? Grob. Guck mal, das ist Open-Deck. Zeig da. Also ja, als wir hier so da mal dein Regal gezeigt haben mit so ein paar Motoren. Ganz also kurz, genau das. Eigentlich nur, dass die eigentliche Laufbahn nicht wie bei meinen Motoren sonst so komplett geschlossen ist, sondern zum Kopf hin komplett offen ist und frei in den Block drin steht. Ah, okay. Das ist eigentlich nur Closed Deck. Wurde halt bei moderneren Motoren immer weniger gemacht, um bessere Emissionswerte zu erreichen. Mhm. Kühlere Verbrennung, besser. Aber ist schon sinnvoll. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass die Motoren thermisch gesehen weiter an ihre Grenze gefahren werden, um halt einfach effizienter zu sein und diese Mehrbelastung halt einfach in Form von Wasser wieder rausgeholt werden muss. Und deswegen halt einfach besser umspült und besser gekühlt werden. Ja, okay. Closed Deck ist sinnvoll, Open Deck ist nicht sinnvoll. Wofür? Für Leistung. Für weiß ich nicht. Das geht noch einen Schritt weiter. Wenn man zum Beispiel jetzt einen Billet-Block aus dem Vollen fräst, wir haben leider bis heute keinen, da gibt es immer zwei Versionen, eine Dry- und eine Wet-Version. Das heißt einmal eine trockene Version, da ist der gesamte Block gar nicht mehr wasserumspült. Das heißt, das wäre komplett einfach zu und es geht wirklich nur noch Öl raus bzw. Öl zurück. Und das eigentliche Wasser fließt nur noch durch den Kopf. Okay. Ist natürlich dann nur was für anmachen, Methanol, 700 Grad Abgastemperatur, 400 Meter, ausmachen, zurück. Mhm. So, dann gibt es aber auch noch so eine trockene, eine halbnasse und eine nasse Version. So, okay. Punkt 1. Dann Punkt 2. Ist erstmal immer wieder Wahnsinn, rein Sechszylinder, wie groß eigentlich so ein Kopf am Ende ist. Ne? Das ist schon krass. Jetzt haben wir hier natürlich vier Ventiler, was natürlich eigentlich immer ideal ist, und Direkteinspritzer. Das heißt, durch dieses kleine Loch ist ein Einspritzelement und spritzt wirklich direkt auf den Kolben. Ein Originalkolben hast du nicht so hier, ne? Doch. Das wäre mal recht interessant. Manche Direkteinspritzer haben eine bestimmte Kolbengeometrie, weil ihr müsst euch vorstellen, hier ist das Direkteinspritzelement, das spritzt wirklich gegen den Kolben. Und die Kolben haben dann immer eine besondere Form, dass es besonders gut sich mit der Luft durchmischt. Ja, bei den Kolben ist das zu sehen. Man sieht aber schon hier, diese Mulde, wie auch da, das eben hier bei einem Kolben. Ich kann mal zeigen, wo es extremer zu sehen ist. Okay, das ist ein perfektes Beispiel. Na, also da spritzt hier, die Einspritzdüse hier so drauf und macht so und dann haben wir eine perfekte Zerstäubung und homogenes Gemisch und dann zünd Funke und dann haben wir Loch im Kolben. das Ford-Motor. Guck mal, male Kolben. Der Kolben sieht gar nicht so schlecht aus hier. Guck mal hier so. Mit den ganzen Stegen oder so? Mit den Stegen, wie der hier so filigran gestaltet ist, aber allerdings nur ein Gusskolben. Man sieht, dass das kein Schmiedeteil ist. So, das heißt, Kunde wollte auch einmal Zylinderkopf komplett gemacht haben? Ja, das also heißt, nicht komplett, ne? Also so fast komplett. Keine Sitze in Heat 3 Material von NG. Das heißt, einmal Kopf zu NG gegangen und einmal Kanäle gefräst. Kanäle und Ventilführungen gemacht, ne? Mhm. Und dann die Kontur in CNC-Form. Ne? Mhm. Also da halte ich sehr viel von der Kontur. Also mir ist fast teilweise die Kontur wichtiger wie der Kanal. Haben wir auch auf der Flowbench neulich auch mal gemessen. Also es ist schon krass, was gerade wenn das Ventil nicht ganz so weit offen steht, da schon so durchgeht. Ne? Ja. Mhm. Und sieht so ein bisschen aus, als wenn er so ein bisschen schielen würde, weil die Auslassventile recht weit auseinander stehen. Ne? Mhm. Weil ich glaube, für den Durchmesser sind die Ventile schon durch das Einspritzelemente recht weit auseinander angeordnet. Die sind schon recht eng hier an der Zylinderwand. Ja. Das war auch sehr kritisch beim Brennraumfräsen, denn den Brennraum hat jetzt nicht NG gefräst, den habe ich noch nachbearbeitet, hier Quetschkanten entfernt und Übergang und so gemacht. Mhm. Und wenn du hier mit dem Fräser hier so zirkular durchfährst, dann fährst du hier so, keine Ahnung, 500stel an dem Ventilsitz vorbei. Ja. Okay, das heißt Ventilsitz, Durchmesser Serie, Kontur geschnitten und Kanäle geschnitten. Genau. Fräst. Wir waren erst bei voller Hütte, aber das wurde dann zu teuer und dann haben wir dann gesagt, dann lassen wir die Ventile, weil die funktionieren. Hm. Einen recht eckigen Kanal, wenn man hier so reinguckt. Aber man sieht auch, dass NG bei dem Kanal wenig noch holen konnte. Ne? Man sieht hier sogar noch die alten, siehst du da unten? Da?
Mhm. Ne? Also es heißt auch nicht immer, der größte Kanal ist der beste. Nee, schon klar. Also, da ist Strömung das A und O, ne? Ja. Natürlich sind alle Übergänge geglättet und alles ist schön, aber... Ich überlege, wofür ist wohl... Was macht diese Bohrung hier? Ist das nicht Ventildeckelentlüftung? In jeden einzelnen Kanal? Guck mal, hier geht jeder einzelne. Ja, weiß ich, ja. Ich habe von. Man sieht es hier, diesen Anguss hier. Ja. Der geht von hier da rein bis in den Kanal rein. Ich habe jetzt gerade vergessen, ich habe diese Bohrung schon mal in irgendeinem Video von mir befragt und habe, glaube ich, gesagt, das war die Ventildeckelentlüftung. Ich glaube, ich hatte sogar recht. Also kann theoretisch schon sein. Aber ja, irgendwas war. Das Problem ist, dass aus dem Grund. Ah ne, die Verkokung liegt daran, weil der nicht wegen dem Direkteinspritzer nicht gereinigt wird. Die haben extreme Probleme mit Verkokung der Einlasskanäle. Und dann eben die Öle, die zurücklaufen durch die Ventildeckelentlüftung. Ah, das kann natürlich sein. Dann werden die schön gegrillt auf den Ventilen. Dann ist Problem ist einfach in dem Fall, der Sprit ist nicht vorgelagert vor das Ventil und spritzt das nicht jedes Mal so richtig schön sauber, sondern ist halt nur im Brennraum und dann verkokt er das Einlassventil. Ja. Tja, okay, so, einmal hier Bearbeitung auf beiden Seiten. Boah, immer auch ein Klumpen. Kriegt er noch ARP-Bolzen, Stehbolzen? Mhm. Das Krasse ist, das ist hier Geschäftszug. Es gibt keinen fixen Satz von ARP für N54. Mhm. Mal, es gibt da so ein paar Tuner, die sich darauf spezialisieren, die tun das Kit zusammensammeln aus irgendwie zwei, drei diversen Sätzen. N54. Was würdest du dem Block geben? Was denkst du, was könnte der aushalten? Also ich glaube, erfahrungsgemäß können die Dinger, ne, sind schon mit 1500 PS unterwegs, glaube ich. Echt? Ja. Also ich habe hier so ein bisschen amerikanische Foren gestört. Ja, da muss dann wirklich einer mal radikal erstmal einen krassen Krümmer und einen krassen Toler. Ja. Da muss also endlich mal richtig. Ja. Also 1000, also ich hatte damals gesagt, der 1000 PS Bild. Und das ist auch anvisiert. Die Frage ist, dass der Kunde, der braucht ein bisschen Zeit, bis er es realisiert mit den mit Turbolader und Rest. Ja, ja. Aber der Block soll für 1000 PS gebaut werden. Ne? Mhm. Die Frage ist, wie? 1000 PS Rennstrecke für 24 Stunden oder 1000 PS für Viertelmeile? Ne? Das sind zwei Dinge. Ich muss auf jeden Fall gleich irgendwann mal den Akku wechseln. Ah, schau mal. Sind doch jetzt fertig. Ich bin auch so ein bisschen auch noch fasziniert von dem Motor. Weil das habe ich so, Andi sagte das gerade schon, das Wasser kommt ja immer von der Wasserpumpe durch den Block hoch, geht dann einmal durch den Kopf und geht tatsächlich auf der Seite wieder raus. Immer kalte und warme Seite. Weil, also der Kopf ist komplett, es gibt an dem Zylinderkopf kein Wasserflansch, gar nichts. Also das Wasser geht wirklich da durch. Beim Audi-Motoren und so nicht so. Die haben immer 10 Abgabes für irgendwelche AGR-Kühler. Nee, da ist es schon eher so, dass es komplett in einem von unten durch den Block geht, ja, und dann an einer Stelle aus dem Kopf rausgeht. Ist das jetzt besser oder schlechter? Eigentlich besser. Okay. Weil es halt wirklich dann richtig drum strömt und nicht, ja, halt aber so, das kenne ich schon, und nicht so Hitzenester bildet und so. Ne? Ja, richtig. Es muss halt, es wird halt gezwungen, da durchzugehen. Ne? Weil es sieht so ein bisschen aus wie so ein, als wenn das Ding noch einen zweiten Zweitaktmotor drin hat, ne? Und über den Kurbelwellenraum noch mal kurz ansaugt zur Kurbelwelle runter. Ne? So sieht es ein bisschen aus. Heftig. Nee, cool. Krasser Motor. Also ich glaube auch. Werden logischerweise wieder 3 Liter Hubraum sein. Rein 6-Zylinder. Ist so ein bisschen immer Supra-like. Dann allerdings als Alublock, was ja schon ein bisschen Gewicht ausmachen wird bei dem Ding. Mhm. Und im Zweifelsfall ist es jetzt als Closed-Deck mit Stahlbuchsen drin, sogar besser als ein Gussblock, ne? Ja. Weil meistens sind ja die Buchsen, die Stahlbuchsen... Von der Performance her halt mega, ja, ne? Ja. Also es ist echt... Wenn ich das so bauen würde, würde ich das so in etwa bauen wollen. Relativ wenig Hub, viel Bohrung. Ja. Krasser Motor. Cool. Sollen wir mal Motor drehen? Das sieht echt geil aus. Nee, aber so, das habe ich auch noch nicht gesehen. Wieder was gelernt hier mit dem Wasser, dass das da so durchzirkuliert. Also wird das in der Billetplanung mit einbezogen. Aber Tatsache, bei den Subaru-Motoren ist das auch so. Da ist das auch so gelöst. Da ist das auch so. Ja, deswegen ist hier der Steg, ja, dass das zu ist, dass da die kalte und das warme Wasser nicht hunkert. Also das Wasser kommt wirklich hier raus, geht durch den Kopf und geht da wieder rein. Ich überlege, ob wir gerade einen Motor haben, um das zu zeigen. Komm mal, okay, drehen wir erstmal durch. Sollen wir mal ausrasten? Mhm. Wir sind Orchester. Mega, Alter. Kann ich den ganzen Tag zugucken. Was hältst du davon,
Ich habe schon von vielen Motorenbauern oder Experten gehört, dass man theoretisch einen Drehmoment definieren kann, was du an der Kurwelle beim Durchdrehen haben musst, damit Vorspannung von Kolbenringe und so weiter passt. Ja, also generell Zusammenbau, Lagerspiel und so. Hängt natürlich schwer davon ab, was für ein Öl du jetzt bei der Montage verwendest. Ich habe hier das ganz dicke Grüne. Mhm. Ne? Aber Triumph zum Beispiel. Ich habe irgendwann mal so einen Triumph-Motor gemacht. Die sagen irgendwie, der Motor muss mit 9 Newtonmeter durchdrehbar sein. Aber ich hatte auch schon Motoren, okay, das ist immer noch leicht. Ich hatte schon welche, die haben sich fast so gar nicht durchdrehen lassen. Ja, dieser Stick-and-Slip-Effekt ist manchmal heftig. Jetzt sieht man auch coolerweise, wo die Ölabstreifringe halt im OT aufhören. Das ist tatsächlich der zweite Ring. Achso, das meinst du, okay. Nee, genau, dann man sieht ja, wie hoch sie das hoch mitnehmen und wo es dann, genau, wo es dann aufhört. Krasses Ding, Alter. Mhm. Ich bin gespannt, wie der drückt. Ich habe jetzt die Tage noch ein M4 zu machen. Wie heißt das Ding? S55? S55, ja. Alter, auch so ein Biest, ne? Beliebter Motor. Auch so. Auch irgendwie der Typ kommt und ja, also da ist es mal ein M4, der ist noch Serie, der fährt aktuell 700 PS. Mhm. Ich sag, was? Ein krasses Ding. So, wir gucken mal einmal. Haben wir zufälligerweise ein paar Lambo-Blöcke hier stehen. Da kann ich euch das nochmal einmal zeigen. Haben wir auch einen Kopf hier. Nee. Zylinderköpfe sind alle immer noch nicht hier. Sag ich dir fast bei jedem Mal. Ja, ich hab auch schon den Überblick verloren. Hier sieht man halt relativ schnell und einfach, dass das komplett ein offener Mantelgier ist. Ja. Also das Wasser geht komplett hier überall durch, am Zylinder vorbei, durch den Kopf. Und dann hat man bei den Motoren ganz oft hinter dem Motor, also beim V-Motor, hinter dem Motor, vor dem Motor einfach ein Wasserrohr, von wo aus das Wasser wieder weggeht. Ne? Mhm. Ob das jetzt so ein großes Problem ist? Nee, das ist wahrscheinlich konstruktionsbedingt, dass sie das nicht hinbekommen. Ja, ich meine, wäre jetzt ja nicht so kompliziert. Aber okay. Wieder was gelernt heute. So. Kamera ist gleich aus. Ja, ich würde auch sagen, das wollten wir euch einfach nur kurz zeigen, dass an dieser Stelle hier auch mittlerweile BMW-Motoren möglich sind. Ja, los. Guck mal hier, so steht sogar N54 drauf. Ja. Ganz schön dick für Serie. Was hat der jetzt an Verdichtungen ungefähr? 0,3:1. Echt, fahren die so viele? Ja. Sportlich, aber direkt an Spritzer, ne? Klar, die brauchen das. Ja. Ich würde sagen, jetzt ist Feierabend. Kurz vor Mitternacht. Danke fürs Zuschauen. Haben wir mal einen BMW-Motor gebracht. Wird bestimmt nicht der letzte sein. Nö. Mich reizt ja so ein 1,35 immer, so eine Heckschleuder mal. Mhm. Gucken, was die Zukunft so mit sich bringt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Yeah.